wird Zeit so ein So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt so weit, dass wir ja mit Mafia fertig sind und nun das Hauptmenü von Yu-Gi-Oh! Sehen, so als Zwischenprojekt. Wir machen natürlich Duellanten-Herausforderung mit historischen Duellanten. Wir machen natürlich die Kampagne von Yu-Gi-Oh! Oh, hier sind ja ein paar drinnen, die man besiegen müssen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Lade Yu-Gi-Oh! Geschichte. Der Inf N8, okay. Die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Moto beginnt der Demio High School, wo Duel Monster, das heißt, ist das Kartenspielerwelt der letzte Schreiber. Yu-Gi war der beste Duellant und sein Freund Joe wollte unbedingt lernen, wie man sich duelliert. Also unsere Geschichte von Yu-Gi-Moto beginnt, wie Yu-Gi seinen Freund Joe, wie auch Thea und Trist die Regeln von Duel Monster beibringt. Hey Joe! Erde zu Joe! Bist du dran? Du bist dran! Ist der nicht süß, wenn er nachdenkt? Hey Tristan! Yu-Gi ist hier! Yu-Gi hier, bringt mir bei, wie man Duel Monster... Alter, wie viel Text ist denn hier? Duelling Monster? Duel Monster und Gummkopf. Sie machen das schon seit Stunden. Joe fängt an, das Spiel zu verstehen. Aber Yu-Gi ist ein Experte. Yu-Gi-Oh! Okay, Yu-Gi. Zeit für ein Duell. Ja, oh. Wow, für ein eingreifendes Intro. NF. Ach, kann ja sicher eine Geschichte. Ja, das kann er. Grüße dich, Duellant. Ich bin NF. Ach, noch ein Roboter? Okay. Telef wird ein Spielsimulation vorbereitet. Okay. Duell. Profile, stand by. Was? Lass uns zunächst lernen, wie man ein Monster beschwert. Okay. Beschwören? Setzen. Ah, okay. Nee, was war jetzt Main Fuck? Nein. Phasenmenü. Ah, also mit Backspace, also mit Löschen. Mit. Ja. Wähle Endphase, okay. Ja, Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott, Leute. Warum kam ich denn so viel Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! War damals... Oh, der Flammenpatschi und dann greife ich an. So ein Loser. Zug ändern. So, was sehen wir jetzt Schönes? Aktiviere diese Fallenkarte. Ich habe ja keinen Monster auf dem Friedhof. Ja, dass er mir selber Schaden zufügt. Okay. Wie viel hat der? Der hat 1850, wir haben 1300. Genau, und für die hier? Aber man kann auch mit der rechten Maustaste das machen. Nein, ich möchte bitte weitermachen. Hä? Battlephase. Hä? Was soll ich machen? Wähle dein Banner des... Ach so. Effekt aktivieren. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Rosa Feinkarten können aktiviert werden. Was? Aktiviert werden, wenn es dein Zug ist. Wenn dein Spielzug ist, deines Gegners, aber musst du erst verdeckt. Achso. Und die setzen wir jetzt.
Ah, okay. Es ist wirklich, So. Angreifen! Los! Greif! Oh, fuck. Greif ihn an! Und jetzt ein direkter Angriff. Mit dem Drachen, der in der Hölle ist. Okay. Also es ist erstmal klar, erstmal reinzukommen in die ganzen Phasen ist, okay. Alles kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon. Oh ja, wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Es erhält bis Ende des Spielzuges 700 Artika mehr. So, den sollen wir jetzt beschwören. Wir müssen ein Monster als Dings nehmen. Warum soll ich den jetzt wählen? Wähle Christi Werkrache. Achso, Effekt aktivieren? Du kannst eine auf eine permanente Zauberkarte, die du kontrollierst, auf dem Friedhof legen, um ein Monster zu zerstören, was dein Gegner kontrolliert. Ah ja, genau, so. Nice. Oh, 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 er ist tot. Er ist sowas von tot. Lass uns nun wahnsinnigen Forschung Effektketten. Ketten Wahlhansen Vorstimme. Hä, ich wollte ihn aber. Hä? Darf ich den nicht zurückrufen? Natürlich den ja. Bringt eigentlich nie viel, aber... Ah! Battle Phase. Direkt Angriff! Nochmal direkt einen Angriff. Und er ist genau tot. Wie nice ist das denn? Ach was, ey Karte, so mächtig, wischt mich völlig aus. Ja, die ist mächtig. Oh, du stinkst in diesem Spiel. Ja, das war gut. Mein Großvater besitzt ein Spielgeschäft und bekommt einmal den besten Grand von ihm. Dein eigenes Spielgeschäft? Was ist dein? Worauf warten wir? Lass uns gehen! Sie ahnten nicht, dass jemand das Gespräch mit hatte. Jemand, der eine sehr seltene Karte suchte, um seine Sammlung hinzuzufügen. Und wer es ist, sehen wir im nächsten Part. Den möchte jedes Spiel, jede Kampf extra machen. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn das war's.